Herzlich willkommen zurück zu Novus und wir. Hallo, hi, hallo, Oh nee, es regnet. Oh nee, falls die Begrüßung wieder verkackt war, liegt es immer an dem Server-Join. Okay, es ist. Wo ist der Mond oder nee, die Sonne am besten? Was ist das da oben in der Luft? Da, seht ihr das? Ich habe gerade keinen Zoom, aber okay. Ja, ich möchte ja hier logischerweise weiterbauen. Ich habe ja kurz diese. Oh, die Baumfarm. Sie funktioniert jetzt auch mit diesen. Warum? Hä? Okay, das funktioniert alles blendend. Es ist komplett umgestiegen. Sehr schön auf dieses System. Ja. Ja. Gut, funktioniert wirklich alles. Gut, das macht mir Freude. Das ist. Hä, es funktioniert. Hä? Ich hab. Der Dimensional Anchor ist weg. Aber. Das hat anscheinend trotzdem funktioniert. Egal, mega seltsam. Ich platziere den Dimensional Anchor übrigens einfach mal hier, würde ich sagen. So. Und wir wollten in dieser Folge auf jeden Fall weiterbauen. Und zwar brauche ich da erstmal hier wieder Platz. Und dann muss ich überlegen, wie ich das alles verbaue. Dieses ganze System. Nun noch mal so zur Information nebenbei. Mir ist die Spitzhacke kaputt gegangen. Aber ich habe ja hier zum Glück noch eine. So. Und das ganze System funktioniert hier wieder blendend. Das finde ich doch Weltklasse. So. Jetzt machen wir auch hier immer zwei hoch das Ganze. So. Wir haben das hinbekommen in der letzten Folge mit dem. Warum machst du sowas? So, okay, wir machen hier mit Rechtsklick, ziehen das hier rein und es war das hier. So, genau, nice, okay. Zack, 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 zack. So, okay. Das ist alles wunderbar. Es funktioniert alles wunderbar. Okay, jetzt ist es halt die Frage, wie. Platziere ich das alles so, dass es zugänglich ist für mich und dass es gut aussieht. Das ist jetzt das Ding, was ich mich so frage. Also das hier würde ich einfach so lassen. So. Jetzt ist schon wieder dieses schwarze Schaf. Leute, das werfen wir mal hier hin. So. Der Regen stört mich. Ich würde jetzt einfach mir kurz wünschen, dass Nacht wird und dass ich schlafen gehen kann. Wenn der Regen weg ist. Und das da machen wir einfach mal hier hin. Zack, zack. So, zack, zack. Hui, okay. Weil es funktioniert ja alles wunderbar. Haben wir denn hier ein. Das ist das andere Marble. Ich brauche aber dieses. Warte, ich muss kurz suchen nach Marble. Marble. So, genau. Dieser hier ist auch von Project. Hä, der ist doch. Der hat doch eine andere Farbe. Hä? Wie mich das alles schon wieder komplett verwirrt. Warte mal, wir nehmen jetzt mal das hier. Und packen jetzt mal das hier rein. Oh, okay. Hä? Ist das dieselbe Farbe? Das sah das letzte Mal irgendwie komisch aus. Naja, egal. So. Okay, und hier. Sollen wir vielleicht einfach ab hier so eine Art Glaswand bauen? Und die Frage ist. Da hinten muss ich überhaupt nicht zugreifen können, wenn ich das Ganze so mache und auflasse. So, und hier genauso. Ne, das hier kann ich zumachen. Die Frage, die ich mich jetzt frage, ist. Ne, auf die Kiste kann ich nicht zugreifen. Wenn ich hier jetzt aber dann Glas drüber mache, kann ich da dann zugreifen? So. Na, ist jetzt auch nicht zwingend wichtig, aber so soll ungefähr dieses Dingsensbumsens aussehen. Und ja. Jetzt muss ich kurz gucken. Glas habe ich ja hier ohne Ende. Glas kann man ja auch chiseln, oder? Gucken wir mal kurz, was gibt es denn hier für möglich. Oh, nice. Das ist ja echt nicht schlecht hier, was man mit dem Glas jetzt chiseln kann. Ich werde gleich nochmal den. Aber ich glaube, ich belasse es bei dem Sound. Ich werde kurz den Sound. Warte mal, einfach ausmachen hier. Ne, nicht komplett aus, aber ich drehe ihn runter. So. Okay. Und jetzt dann hier das Ganze so drüber machen. Warte mal, wenn ich jetzt hier Glas hinmache, ja, kann ich es trotzdem noch öffnen. So, das ist gut so. So, und hier möchte ich ja eigentlich, das lassen wir offen.
da frage ich mich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel aus, pass mal auf, kann ich hier raus eine, warte, da muss ich das hier auswählen mal. Wo ist es denn? Hier, zack, zack, zack. Geht das? Nee, schade, geht leider nicht. Kann ich hier raus vielleicht eine Treppe machen? Nee, leider nicht. Okay, ist echt schade. Sonst hätte ich gesagt, machen wir hier, oder können wir hier draus vielleicht Slabs machen? Nee, leider geht auch nicht. Nee, leider geht auch nicht. Okay, gutes Deutsch, warte mal. Nee, warum kann man damit keine Slabs machen? Use. For Slabs. Geht das nicht? Okay, man kann die auseinandersägen. Wie mache ich so eine Säge? Mit Rubinen. Wie gut, dass ich keine Rubine habe. Ja, nice. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal. So, dann hätte ich nämlich gesagt, mach mal hier so einen Slab und dann können wir hier trotzdem zugreifen. Und dann passt es. So. Okay, ich gebe jetzt mal hier... Also der Regen, der nervt mich schon dezent, Leute. So. Hier dieses Glas außenrum. So, und das soll dann oben eben in so einer Art Pyramide zusammengehen. Muss ich mir halt noch überlegen, wie genau ich das mache. Es sieht dann aus wie die Kuppel vom Bundestag, Leute. Ist doch auch eine nice Idee. Wir bauen den Bundestag in Minecraft. Alles klar. So, ich guck mal, ob ich noch irgendwo Sand habe. Klar, also hier den Sand habe ich. Habe ich irgendwo noch mehr Sand vielleicht? Einfach gerade auf Lager. Das hier ist Marble. Hier ist Dingsens drin. Hier haben wir noch Sand. Hier haben wir noch Sand. Okay, können wir es erstmal reinpacken in den Electric Furnace. So. Pass auf. Dann packen wir einfach mal hier packen wir das ganze Zeug hier mal rein. Und hier scheint Stau zu sein, oder? Nee. Warum? Das Teil hier hat Energie. Ach, sind diese Teile hier alle nicht für den Macerator geeignet? Okay. Das ergibt alles einen Sinn. Nice. Ja, wir könnten dann auch mal das hier langsam umsortieren, weil Stuff haben wir genug. Ich gehe jetzt mal ganz fix einfach nach unserer Quarry gucken. So, Arena, zack, zack. So, und nach einigen Lags sind wir dann auch hier. So, ab in den Farmbereich. So, und meine Quarry steht ja dort hinten. Mal gucken, ob sich dieser Cobblestone Generator jetzt endlich aufgelöst hat. Und ja, ui. So, wie sieht's noch? Ne, die arbeitet immer noch, Alter. Das gibt's ja wohl. Ne, ach, sie ist fertig. Schon wieder ein Cobblestone Generator. Chichi. Mega fettes Chichi. So, Achtung, warte mal. Mach das. Ah, fuck, ich brenne ab ins Wasser. Zack. So. Okay. Und das hier wird sich jetzt hoffentlich dann auch auflösen. Die arbeitet gar nicht mehr weiter. Sind die Kisten voll oder ist das alles komplett am Arsch? Ach Mensch, warum hat sich da einfach nur dieser Cobblestone Generator gebildet? Okay, wie sieht's aus? Das da könnten wir gebrauchen. Das Eisen und das Gold nehmen wir auf jeden Fall mit. Zink brauche ich jetzt nicht zwingend. Obsidian nehme ich mit. Leider keine einzigen Diamanten, ne? Das ist ärgerlich, weil ich ja eigentlich auf Diamantensuche war. Aber was, Leute, was brauche ich denn nochmal für so einen Digital Miner? Das ist der Marble von Chisel. Aber ich brauche den anderen Marble, glaube ich. Warte mal, oder geht das auch damit? Kann ich das hinbekommen? So, wenn ich das jetzt hier reinpacke. Ja gut, okay, das zählt auch. Dann nehmen wir den Marble hier auf jeden Fall mit. Dann können wir unser Haus hier weiterhin verzieren. So, das nehmen wir auch erstmal mit. So, zack, braucht keiner. Und dann porten wir uns zurück. So, zu... Basti Talk, Z, Teleport und nice. Da sind wir zu Hause und dann gehen wir jetzt ganz schnell schlafen. Weil wir wollen endlich diesen Kackregen loswerden. Whoops. Und hoffen jetzt, dass keine Monster irgendwie spawnen. Alter, ich höre eine Spinne. Alter, nee. Schnell. Ja, gut, es ist Tag. Spinne, verschwinde. So, danke dir. So, ich muss was essen. Ach, herrje. So, aber es wird langsam hier. Und irgendwo hier an der Seite werde ich dann, denke ich, also... Ich entscheide mich jetzt einfach mal für diese Seite hier, dass wir hier eben eine Tür reinbauen. Für Wartungsarbeiten. So.
Dann packen wir jetzt das hier rein. So, und dann machen wir als Weg, machen wir das. Irgendwelche Bricks. Leute, man kann. So. Okay, packen wir das jetzt hier hin. So, tauschen. Oh, okay, geht gerade nicht. Ich mache mir ganz fix mal. Warte, pass auf. Ich kann ja hier jetzt irgendwas. Oh, da ist noch Sand drin. Oh, das wusste ich gerade gar nicht. So. Machen wir das mal hier rein. So. Ich glaube, mehr Items. Kann ich mehr Items? Ja, gut. Ich kann die Items hier reinpacken. So. Zack. 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 Und zack. Dann haben wir eine Schaufel. So, übrigens, dieses ME-Terminal will ich dann irgendwo anders anschließen. Also, das wird das hier. Hier möchte ich die Wand sozusagen noch ein bisschen verbreitern. Ja, immer mal gucken, wie genau ich das verbaue. Noch muss man auf jeden Fall umbauen. Aber als Weg hier drin, ne? Hätte ich einfach gerne eben diese sogenannten. Ja, ich setze halt alles zurück. So, diese Bricks hier. So, dann haben wir hier nämlich einen wunderbaren Weg und da wächst auch kein Gras drüber. Das ist nämlich ultimativ. So, und das hier können wir auch wegbauen. Dann machen wir den Weg nämlich ein bisschen breiter. So, und dann können wir auch hier unten dann sozusagen so eine Art Wendeltreppe oder eine Leiter nach unten machen, um in den Wartungsraum hier runterzukommen. So. Du musst gleich mal gucken, wir haben, denke ich mal, die 4 Millionen RF bestimmt schon voll. Also bin ich mir eigentlich so gut wie sicher. So. So. Und dann haben wir hier auf jeden Fall eine richtig coole Bude, wie ich finde. Warte mal auf, wir können ja mal. Okay, ich habe das Loch gerade zugemacht. Gehen wir mal nach, nee, nicht da nach unten, sondern einfach hier wieder. Gucken hier rein. Sag Leute, wir haben 4 Millionen RF. Das ist halt mega nice, mega heftig und geil. So, und dann legen wir hier mal unser Jetpack nebenbei mal rein und es wird halt instant leer, aber geht dann auch instant wieder voll. Hoffe ich, dass es auch weiterhin so funktioniert. So, und ich denke, wenn wir das hier fertig haben, unseren Garten, ne? Dann, also ich nenne das jetzt mal unseren Garten. Ich möchte hier Glas machen und dann so eine oben, dass es in eine Kuppel zusammengeht. Fände ich auf jeden Fall ziemlich nice. Dann ist die Baumfarm richtig, richtig cool verbaut. Und dann habe ich ein cooles Haus. So. So. Und ich denke, dass ich dann auch demnächst auf jeden Fall wieder streamen werde. Ne, den brauchen wir nicht. Doch, das hier. Ach halt, ich muss den ja rechts klicken. So, zack. Und das hier rein. Und was war's? Was, das oder das? Oh, das da war's. Hoffe ich. Oh, oh. Ja, es war das Richtige. Nice, okay, gut. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. So, und hier ist es halt nicht symmetrisch. Hier ist es dann halt zwei breit. Aber es macht ja nicht sonderlich was aus. So. So, genau. Okay, cool. Dann ist der Sand auch relativ fertig. Dann können wir nämlich auch mit der Glaskuppel dann weitermachen. So, also das hier soll alles noch dingsens werden. So, ups. Und zack, zack. Zack. Und der nächste, warte mal, den Schüssel nehmen und hier oben rein und das da, pam. Okay, funktioniert wunderbar und dadurch, dass wir einen Obsidian-Chisel haben, geht es natürlich alles blendend schnell hier. So. So, genau. Und dann hier einfach alles zumachen. Dann muss ich mir eben einen unterirdischen Zugang jetzt hinlegen. Warte mal, das hier wird alles zugemacht. Soweit es eben zulässt, das Ganze. So. Und zack. Zack. Nice, okay, gut. Es funktioniert alles so, wie ich möchte. Und das hier machen wir auch noch in dieser Form. Und dann können wir hier... ich würde sagen, wir machen das tatsächlich in einer Art Leiter. Oder halt mal, nee. Open Blocks. Ah, nee, warte, gibt es nicht hier einen Elevator? Doch, hier, von Open Blocks. Ah, da brauche ich eine Enderperle dazu. Mist. Und eine Enderperle habe ich gerade nicht auf Lager. Sonst hätte ich gesagt,
machen wir hier eben so eine Art Dingses hin. Aber ich grab mich jetzt erstmal so fix runter. So, bin ich jetzt auf derselben Ebene? Mache ich jetzt irgendwas kaputt oder so? Hä? Hier ist doch irgendwo... Ach, hier, genau, so. Hier wollte ich rauskommen, so in etwa. Warte mal. Machen wir hier einfach mal ein bisschen... Alter, wie heftig das Ganze hier ist. So, machen wir hier ein bisschen Platz. Zack, 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 zack. So, und hier unten ist dann sozusagen der Wartungsraum eben. Da können wir einfach mal ganz fix hingehen und es mit Erde hier ausfüllen, damit es hier alles ein bisschen ebener eben aussieht. Und diesen Raum dann eben auch ein bisschen ausheben. Hier ist ja unsere ganze Speicherkraft mit drin. Ey, das finde ich so heftig. Und das wollen wir ja auch alles ein bisschen weiter ausbauen, dass hier einfach unendlich viel Speicher ist. Also ihr könnt ja auch sehen, wie die... Ach fuck, ich habe mein Jetpack nicht. Warte mal, komme ich von hier an die Badbox? Badbox? Ja, das ist die Badbox, oder? Komm. Nein, fuck, da komme ich nicht dran. Mist, ich komme da nicht an die Badbox. Ah, dann muss ich mich hier rausbauen. So, so, so. Zack. Und dann können wir hier hingehen. Das mal hier rausholen. Und es ist halt instant einfach wieder voll. Das ist halt das extrem Geile. Nur bin ich mit dem Ganzen hier nicht zufrieden. Mit dem ME-System. Das will ich da noch ein bisschen versetzen. Dazu haben wir ja die RedNet-Cable. Die können wir, das können wir ja einfach in an diese Seite hier verlegen. Es sind ja nur zwei Blöcke. Und dann passt es auch. So, jetzt gucken wir erstmal nach dem Electric Furnace. Nach unserem ganzen Zeug hier. So, pass mal auf, das packen wir oben in den Macerator hier rein. Ah, ne, nicht in den Macerator. Das hier kommt in den Electric Furnace. Und das andere, das hier und das hier kommt in den Macerator. Und das Glas kommt hier raus. Das können wir nämlich hier schön weiterarbeiten. So. Hui, also ich finde es cool, so wie es jetzt gerade ist. So, zack, zack. Und da drüben noch, dass ich das nicht vergesse. So. Also bis hier oben, ich brauche jetzt halt ganz viel Glas. Und dann bekommen wir das auf jeden Fall hin. Es muss halt eine Kuppel werden, damit, falls Riesenbäume entstehen, dass da jetzt kein Schaden entsteht an dem Zeug hier. So. Ich bin mir nicht sicher. Ne, müssen wir nicht zwingend machen. Oh, und guckt, Leute, schon ist der ganze Sand aufgebraucht. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich in meiner Quarry Sand gehabt? Ne, ich glaub's nicht. Ich glaub's tatsächlich nicht. Ich glaub's echt nicht. So, dann gucken wir jetzt einfach mal. Habe ich hier noch RedNet Cable drin? Leider nicht. Leider nicht. Sonst hätte ich gesagt, können wir das jetzt gleich umsetzen. Aber, ja. Habe ich leider gerade nicht da. Sonst pass mal auf. So. Gucken wir mal, dass wir das vielleicht hier einfach unten drunter durchgelegt bekommen. Es braucht ja nur dieses Teil hier Energie. Das heißt, ich baue jetzt mal hier einfach das da ab. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. ME-System ist jetzt ohne Strom. Ach doch, ich habe ja hier noch 7. Ach, Mann. So. So, und dann, pass auf, setzen wir das Ganze hier hin, machen das hier weg, zack, zack und zack. Und jetzt, können wir das einfach so abbauen. Ich habe jetzt Angst, was kaputt zu machen. Die nehmen wir jetzt mal weg. Ja, gut, es geht. Geht klar, nice. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Ne, ich hab's eingesammelt. Okay, nice. Und die Energiezelle bitte. Okay, gut. Ich hab alles. Dann setzen wir das ME-System nämlich schön um hier. So, und zwar einfach hier hin in die Ecke. Das da dahin, das da dahin, das halt das hier hin. Zack. Hä, warum kann ich das... Ich kann das nicht da unten rein switchen lassen. So. So, dann kommt nämlich das hier hin und das dahin. So. Das ist der Plan von dem Ganzen und dann können wir hier nämlich wieder die Speicherzelle hier reinmachen. Davon müssen wir natürlich noch mehr produzieren. Priority. Okay, oh krass. So, und das hier können wir wieder gechillt hier zubauen. Da haben wir das nämlich jetzt mal gechillt hier umgebaut. Mega gut. Und finde ich auch echt nice. So, was sagt denn hier eigentlich unser Furnace? Okay, das sagt, weiter geht's hier. So,
zack. Ups. So. Verballern wir das Ganze. Wir brauchen da noch einiges davon. Und da wäre es demnächst eigentlich geschickt, wenn ich die Quarry im Sandgebiet aufbaue. So und so. Ansonsten würde ich jetzt sagen, Leute, das war's mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir haben einfach zu viel Strom. Und zu viel... Also Äpfel haben wir jetzt auch mega viel. Das kann man auf Äpfel noch irgendwas machen? Use für Goldäpfel. Kann man das sonst noch? Dia-Äpfel. Item Lift Upgrade. Ach, sowieso essen, ja. Okay, zwei. Was ist denn das hier? Effekt Known Dimlet. Ach du Kacke, was kann man damit machen alles? Ein Squeezer, was hier? Filled Tin Can. Ein Crusher Biofuel könnte ich damit machen. Holy shit, ich kann damit... Alter, Botania... alter Schwede. Hey, Leute, das ist heftig, was man damit alles machen kann. You feeling in spirit? Wie fühle ich mich? Hallo? Du weißt gar nicht, wie ich mich fühle. Ich fühle mich... Tschüss, Leute!